Am Ende der Welt, ob in der sengenden Hitze Australiens oder der gefrorenen Ödnis der Antarktis, kann das Leben zur Qual werden. Die Dinosaurier, die diese Landschaften beherrschten, waren die widerstandsfähigsten Geschöpfe, die je gelebt haben. Wie konnten sie diese klimatischen Bedingungen ertragen? Australien vor 100 Millionen Jahren. Auf der Südhalbkugel driftend sind seine schroffen Gipfel mit Schnee bedeckt. Aber in den Tiefebenen wimmelt es von Leben. Am Ufer eines urzeitlichen Wasserlochs hat sich eine Herde kleiner Dinosaurier eingefunden, um zu trinken. Die friedliche Szenerie wird jäh unterbrochen. Ein Räuber stürmt durch das Unterholz. Ihm steht der Sinn nach mehr als nur seinen Durst zu löschen. Und dann bricht Chaos aus. Im Lauf der Zeiten ist das Wasserloch verschwunden, nicht aber die Spuren dessen, was damals geschah. Heute wird das Gelände vor den rauen Witterungsbedingungen im australischen Outback geschützt. Lark Quarry liegt in der Nähe der Stadt Winton in Queensland. Der Paläontologe Tony Thalborn glaubt, dass dieser Platz ein Ereignis dokumentiert, das vor 100 Millionen Jahren geschehen ist. Festgehalten im Gestein erstreckt sich vor dem Betrachter der größte Dinosaurierpfad der Erde. ...3300 Fußabdrücke, die von etwa 160 Tieren im weichen Lehm hinterlassen wurden, sind erhalten geblieben. Sie erscheinen so frisch, als wären die Dinosaurier erst gestern hier vorbeigekommen. Thalborn liest aus den Fußabdrücken den Ablauf einer aufregenden Geschichte. Interessant ist, dass die erste Hälfte des Pfades ausgreifende Schritte zeigt. Das Tier bewegt sich äußerst gewandt. Dann, auf halbem Weg, wird es plötzlich langsamer. Die Fußabdrücke geraten flacher. Das Tier zögert, während es sich vorsichtig dem Wasserloch nähert, so, als würde es sich anschleichen. Herangepirscht hat es sich an zwei Arten von Dinosauriern. Anhand ihrer Fußabdrücke konnte Thalborn sie identifizieren. Zum einen stammen sie von mehreren Tieren, die Vintonopus genannt werden. Der eher rundliche, dreizehige Fuß zeigt einen viereckigen Rücken. Es waren Pflanzenfresser, sozusagen die Schafe unter den Dinosauriern. Diese enger zusammenstehenden Klauen gehören zu fleischfressenden Dinosauriern, die man Scartopus genannt hat. Das ist ein Räuber, ein Aas, Insekten- und Pflanzenfresser. Er nahm alles, was er mit seinen Händen greifen konnte und was klein genug war, um es herunterschlucken zu können. Beide Spezies tranken Seite an Seite, nicht ahnend, welche Gefahr ganz in der Nähe lauerte. Wie aus dem Nichts tauchte ein großer Raubsaurier auf. Die Spuren enthüllen, was dann geschah. Mindestens 160 kleine Dinosaurier rannten direkt in ihr Verderben und querten dabei die Spuren dieses großen Räubers. Die gemeinsame Fluchtroute ist der einzige Weg, der ihnen bleibt. Aber
Aber es gab kein Entrinnen für die kleinen Dinosaurier. Ihr einziger Ausweg bestand darin, den Riesen zu attackieren und dabei geradewegs in seinen weit aufgerissenen Rachen zu laufen. Wie viele von ihnen an diesem schicksalhaften Tag umkamen, ist unbekannt. Aber die Fußabdrücke sind ein dramatischer Beweis dafür, dass prähistorische Ungeheuer auch in Australiens Outback lebten und starben. Die Entdeckung des Dinosaurierpfades war mehr als eine Überraschung. Im Verlauf der vergangenen 100 Jahre sind nur eine Handvoll Fossilien in Australien entdeckt worden, was darauf hindeutet, dass der Kontinent selbst für gigantische Reptilien zu schroff und lebensfeindlich war. Die durchaus eindrucksvollen Fossilien befinden sich im Naturkundemuseum in Townsville. Das ist das Hinterbein von Australiens ältestem bekannten Dinosaurier, Rhoetosaurus brownii. Es wurde 1926 in der Nähe der Stadt Roma entdeckt. Rhoetosaurus, er wurde 11 Meter lang und 6 Meter hoch, lebte vor 170 Millionen Jahren. Er wog 20 Tonnen oder mehr und gehörte zur Familie der Sauropoden, jenen langhalsigen und langschwänzigen Pflanzenfressern. Der Paläontologe John Long von der Perth University glaubt, dass Rhoetosaurus einer der ersten Sauropoden überhaupt war. Rhoetosaurus ist vielleicht der erste wirklich große Sauropode, der in der südlichen Hemisphäre auftauchte. Aufgrund der Struktur des Fußes nehmen wir an, dass er ein primitiver Dinosaurier war. Vor allem der Mittelfuß stützte den riesigen Körper des Tieres und verteilte sein Gewicht bis hinunter auf die klauenartigen Zehen. Die Mittelfußknochen des Rhoetosaurus spreizen sich wie beim Fuß einer Eidechse. Die Knochen bei den gigantischen Sauropoden, die sich später entwickeln sollten, sind wie zu einer Säule gebündelt, um das gewaltige Gewicht des Tieres abzustützen. Ähnlich strukturiert wie ein Elefantenfuß. Rhoetosaurus durchstreifte das australische Outback während einer geologischen Periode, die als Jura bekannt ist. Damals sah die Welt ganz anders aus. Die Kontinente waren Bestandteil zweier gigantischer Landmassen. Eine befand sich nördlich des Äquators, die andere südlich davon. Zum südlichen Kontinent Gondwana gehörten auch Australien und die Antarktis. Das Klima während des Jura war eher kühl. Pflanzenfresser wie Rhoetosaurus stöberten im Schatten der Koniferen und Farnwälder nach Nahrung. Aber wo es Pflanzenfresser gab, waren die Fleischfresser nicht weit. Am Waldrand lauerte ein furchterregender Beutegreifer auf seine Opfer. Heute sind die dichten Wälder von Gondwana längst verschwunden. Begraben unter einem gewaltigen Panzer aus Eis und Schnee ist eine trostlose und lebensfeindliche Landschaft entstanden. Das ist die Antarktis heute. Ein Kontinent, der dem Menschen weitgehend unzugänglich bleibt. Der Antarktis, sie umfasst 52 Millionen Quadratkilometer, sind mit mehr als 1,5 Kilometer dickem Eis bedeckt. Ihr zerklüftetes Terrain und dessen Unzugänglichkeit machen die eingehende Erforschung schwierig, wenn nicht unmöglich.
In Australien und der Antarktis ist es ganz besonders problematisch, Dinosaurier zu finden. Beide Kontinente scheinen sich uns zu widersetzen, wenn es darum geht, ihre Fauna zu erforschen. Aber es steht fest, dass es dort Dinosaurier gab. Um das zu beweisen, ging 1991 eine Schar hartgesottener Fossilienjäger aus den USA auf eine Polardinosaurierjagd. Teamleiter Bill Hammer vom Augustana College in Illinois erinnert sich offenbar gern an die Mühsal. Die wärmsten Temperaturen, die wir während des antarktischen Sommers hatten, lagen bei minus 31 Grad Celsius. Und manchmal war es noch 5 oder 10 Grad kälter. Aber man lernt damit umzugehen. Es macht Spaß, bei solchen Minusgraden in einem Zelt zu leben. Es ist eine Herausforderung. Das Team hatte sein Lager 640 Kilometer vom Südpol entfernt errichtet. In 4300 Meter Höhe auf dem Mount Kirkpatrick. Wenn man bei derart extremer Kälte in solchen Höhen arbeitet, ist das Atmen äußerst anstrengend. Davon unbeeindruckt suchte das Team 4 lange Wochen nach Dinosauriern. Und dann stieß man gleichsam auf Gold. An einer Grabungsstelle, die nur 4,5 Meter breit und 1 Meter tief war, wurden die Überreste des ersten Dinosauriers der Antarktis freigelegt. Wir fanden etwa 120, 130 Knochen an dieser Stätte. Fast alle gehören zum Skelett eines Tieres. Ein Raubsaurier, fast 7,5 Meter lang mit sägemesserähnlichen Zähnen und scharfen Krallen. Kryolophosaurus war ein zweibeiniger Fleischfresser. Sein Name bedeutet gefrorenes, mit einem Kamm ausgestattetes Reptil und meint den sonderbaren Knochen, der aus seinem Kopf herausragt. Hammer und sein Team glauben, dass der Kamm einen speziellen Zweck erfüllte. Eine Verzierung, die oben zu einer kleinen Spitze ausläuft. Wahrscheinlich diente sie einem Paarungsritual oder der Wiedererkennung von Artgenossen. Als Angriffswaffe war dieser Kamm jedenfalls ungeeignet. Der Kamm des Kryolophosaurus ist einzigartig. Kein anderer Raubsaurier mit einem solchen Kopfschmuck ist je gefunden worden. Das deutet darauf hin, dass dieses bizarre Lebewesen des Südens sich auf seine eigene besondere Art entwickelte. Aber während Kryolophosaurus in dem ihm eigenen Rhythmus lebte, veränderte sich die Welt. In der Erdkruste bildeten sich riesige Spalten und Gondwana begann zu zerbrechen. Vor 150 Millionen Jahren lösten sich Australien und die Antarktis von Südamerika und Afrika. In Form einer gigantischen Insel drifteten sie langsam weg vom Äquator in Richtung Südpol. Mit jedem Breitengrad, den sie nach Süden vorankamen, fielen auch die Temperaturen um 2 bis 3 Grad. Und je tiefer sie in die Isolation eintauchte, desto sonderbarer wurden die Geschöpfe, die auf dieser Insel lebten. Die Voraussetzung, damit sich auf einem Kontinent viele verschiedene Arten von Tieren entwickeln, ist Isolation. Wenn Sie eine neue Art von Triceratops, Brontosaurus oder Kolibris haben wollen, muss man jeweils eine kleine Population von ihren Artgenossen isolieren. Hält dieser Zustand lange genug an, werden sie eine eigene Anpassungssignatur entwickeln. Ohne Isolation ist das Entstehen neuer Spezies unmöglich. Für Dinosaurier, die in der Antarktis und Australien gestrandet waren, sollte das Leben nie wieder so werden, wie es vor dem war. Doch in der bitteren Kälte der Polarregion kam die Evolution so richtig in Schwung.
Inzwischen waren auch die Dinosaurier Australiens und der Antarktis voneinander getrennt. Die Antarktis bewegte sich immer weiter südwärts. Die Kälte nahm zu, Pflanzen stellten ihr Wachstum ein und Nahrung wurde knapp. Im Winter waren die Dinosaurier den eisigen Temperaturen und häufigen Schneefällen schutzlos ausgeliefert. Aber es war eine Zeit, in der die gesamte Erde im Wandel begriffen war. Eine neue geologische Periode brach an, die Kreidezeit. Vor 120 Millionen Jahren war die Südküste Australiens fest mit der Antarktis verbunden und befand sich nur 1100 Kilometer vom Südpol entfernt. Heute ist die gleiche Küstenlinie 5800 Kilometer entfernt vom Südpol. In der Nähe von Melbourne liegt der kleine Küstenort Inverlach. Im Sommer strömen die Menschen hierher, um die sonnigen Strände zu genießen. Im Winter ist es kühl. Doch wenn die Sonne scheint, fallen die Temperaturen selten unter 18 Grad. Die Fossilienjäger der Monash University Melbourne, die hier Knochen von Dinosauriern ausgraben, können also durchaus die Ärmel hochkrempeln. Kaum 90 Meter entfernt von der Stelle, wo die Dinosaurier starben, hat Tom Rich vom Museum in Victoria Beweise entdeckt, dass das Klima während der Kreidezeit sich stark vom heutigen unterschied. Wir treffen hier eine einmalige Situation an, einzigartig für die Zeit der Dinosaurier. An dieser Schichtung erkennt man, dass der Boden jahreszeitlich gefroren war. Im Sommer taute der Boden auf und der schwerere Lehm sickerte in den weichen Sand. Schließlich konnte der Lehm nicht mehr weiter, denn darunter befand sich Dauerfrostboden. Was bedeutete das für die Dinosaurier? Vor allem, dass es sehr kalt war und dass es schwierig war, hier zu überleben. Während der Kreidezeit lag diese Küstenlinie weit innerhalb des südlichen Polarkreises, wo die Sommertage 20 Stunden dauerten. Aber wenn der Winter die Dinosaurier überfiel, blieb die Sonne unter dem Horizont. 4 Monate lang herrschte Dunkelheit am Ende der Welt. Und ohne Sonnenlicht wurde es für die Dinosaurier noch kälter. Welche Art Dinosaurier konnte dabei überleben? Bis vor kurzem wussten wir es nicht. Nun aber sind wir überrascht, weil die Tiere gar nicht so ungewöhnlich sind, wie wir erwartet hatten. Kilometer nördlich von Inverlach, im ungastlichen Outback Australiens, ist der Beweis aufgetaucht, dass Dinosaurier durchaus mit der Kälte zu leben wussten. 1989 entdeckten Wissenschaftler in Roma im Bundesstaat Queensland den bis dato vollständigsten Dinosaurier Australiens. Fast alle Knochen seines Skeletts konnten geborgen werden. Er ist so gut erhalten, dass sogar Abdrücke seiner Haut sichtbar blieben. Das ist Minmi. Ein mittelgroßer Pflanzenfresser mit relativ großem Kopf und einer Panzerung, die dem Schutz gegen Räuber diente. Die Panzerung, bei den meisten Arten bedeckt sie nur den Rücken, zog sich bei Minmi bis zum Bauch hinunter. Die meisten gepanzerten Dinosaurierarten schwanken zwischen 4,5 und 9 Meter Länge. Minmi dagegen maß nur knapp 3 Meter. Seine ungewöhnlich langen Beine lassen den Schluss zu, dass er sich rasch bewegen konnte. Seine geringe Größe half ihm, Energie zu sparen. Indem er Wärme erzeugte, war Minmi imstande, die Kälte auszuhalten. Minmis Gestalt war der Schlüssel zum Überleben unter derart rauen Bedingungen.
mögliche Anpassung an die Kälte ist es, kleiner zu werden, was bei vielen der heute in Polnähe lebenden Tiere beobachtet werden kann. Der Schneehase und der Eisfuchs zum Beispiel sind bis zu 20% kleiner als ihre Verwandten in wärmeren Klimata. Größere Tiere brauchen im Allgemeinen mehr Nahrung und wandern über weite Strecken, um sie zu finden. Braucht man weniger Nahrung, werden auch die Bewegungsräume kleiner. Größenreduzierung ist also sinnvoll. Kleiner zu werden könnte ein effizienter Weg sein, Kälte zu bekämpfen. Er ist aber nicht der einzige. Die Entdeckung eines weiteren Dinosauriers im Outback sollte die Theorie der Größenreduzierung erschüttern und ein urzeitliches Geheimnis lüften. Das ist die Langdon-Farm. Der Besitzer Doug Langdon betreibt das Anwesen seit mehr als 40 Jahren. Farmen wie diese liegen verstreut über 5 Millionen Quadratkilometer Ebene, Buschland, Salzseen und flache Bergketten. Genau das ist das australische Outback. Langdons 4000 Hektar Land befinden sich in der Nähe von Mutaburra im Bundesstaat Queensland. Tagtäglich fährt Langdon kreuz und quer durch die Gegend, um nach seinem Vieh zu sehen. So war es auch 1963, an dem Tag, der sein Leben verändern sollte. Er begann wie jeder andere Tag. Ich war unterwegs, um unten am Fluss nach streunendem Vieh zu suchen. Als ich an diesem Felsstück vorüberritt, bemerkte ich etwas Ungewöhnliches. Zuerst dachte er, es wären die Knochen eines toten Rindes. Aber nach genauerer Untersuchung verwarf er diese Möglichkeit. Ich hielt es für Knochen eines Rückgrats, hätte aber nicht sagen können, von welchem Tier. Sie waren zu gleichmäßig und zu groß, um zu einem Bullen zu gehören. Ich steckte ein paar Stücke in meine Satteltasche und nahm sie mit nach Hause. Dann schickte ich sie ins Museum. Das Queensland Museum in Brisbane bestätigte, dass Doug einen fast vollständigen Dinosaurier einer bis dahin unbekannten Art gefunden hatte. Der Gedanke, dass ich einen Dinosaurier gefunden hatte, der in Australien und der Welt einzigartig war, und die Nachricht, dass man ihn nach meiner Heimatstadt Mutaburra und nach mir selbst nennen würde, Mutaburrasaurus Langdoni, war eine große Ehre und machte ziemlichen Wirbel. Mutaburrasaurus war fast 10 Meter lang und 5 Meter hoch. Der größte Dinosaurier, der je in Australien gefunden wurde. Der Pflanzenfresser trug lange, dolchartige Dornen auf seinen Daumen, mit denen er sich gegen Angreifer verteidigen konnte. Mutaburrasaurus lief vierfüßig, aber er konnte sich auch auf seinen Hinterbeinen aufrichten, um in Bäumen zu äsen. Dabei half ihm ein Gebiss, das scherenartig funktionierte. Oben auf dem Schädel befand sich ein Hohlkamm, der auf die Fähigkeit zur Tonerzeugung hindeutet. So etwa könnte es geklungen haben. Eines Morgens vor 120 Millionen Jahren unterbricht ein entferntes Grollen die Stille. Gemächlich zieht eine Herde Mutaburrasaurier auf Futtersuche über das Land. Einige der Tiere stoßen Schreie aus und warnen vor herannahenden Gefahren. Mutaburrasaurus war eine Fressmaschine. Bei 4,5 Tonnen Gewicht brauchte er wohl täglich gewaltige Mengen an Nahrung. Damit eine ganze Herde den Winter überstehen konnte, bedurfte es schon eines Wunders.
Mitten im Winter herrschte 24 Stunden Dunkelheit. Die Pflanzen hatten ihre Blätter verloren oder waren im Zustand der Entwicklungsruhe. Da blieb für pflanzenfressende Dinosaurier nicht viel Nahrung übrig. Wie Mutter Borasaurus bei derart eingeschränktem Nahrungsangebot am Ende der Welt überleben konnte, bleibt ein Rätsel. Aber eine erschütternde Entdeckung in 7200 Kilometer Entfernung könnte das Geheimnis vielleicht lüften. Das ist die Antarktisstation Marambio. Die durchschnittliche Temperatur liegt hier bei minus 1 Grad Celsius. Aber das Thermometer kann auch urplötzlich auf minus 51 Grad fallen. Der Wind erreicht Geschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometer. Die wissenschaftliche Beobachtungsstation wird von Argentinien betrieben und liegt 3500 Kilometer südlich von Buenos Aires auf Seymour Island auf der antarktischen Halbinsel. Seit 1998 brachte die argentinische Luftwaffe ein Team argentinischer und amerikanischer Dinosaurierjäger an diesen entlegenen Ort. Von Marambio Station aus flogen die Männer und Frauen 65 Kilometer weit zum Vega Island, wo ein Lager errichtet wurde. Dieser Teil der Halbinsel ist vergleichsweise wenig vereist und damit der zugänglichste Teil der Antarktis. Während der Kreidezeit vor 120 Millionen Jahren gab es hier kein Eis. Vega Island war damals von einem Wald aus Nadelbäumen und Farnen bedeckt. Dicke Teppiche aus Moosen und anderen Pflanzen bedeckten den Waldboden. Aber selbst mitten im Sommer war der Einfallswinkel der Sonne so flach, dass die Vegetation nur mühsam das notwendige Licht speichern konnte. Die Bäume reckten sich den Sonnenstrahlen entgegen, wie die Blumen auf unseren Fensterbrettern. Und hier lebten damals Dinosaurier. Aber die Polarwälder sind verschwunden, versunken in einem Meer aus gefrorenem Wasser. Die prähistorische Welt der Antarktis verschwand vor 3 Millionen Jahren, als die Temperatur um ganze 6 Grad fiel und eine 3000 Meter dicke Eiskappe auf dem Südpol zu wachsen begann. Seitdem sind die Eiszeiten gekommen und gegangen, die Gletscher breiteten sich aus und zogen sich wieder zurück. Aber das Eis auf der Antarktis ist geblieben, außer auf dieser Halbinsel. Während die letzten Reste des Winters in der Sommersonne schmelzen, macht das Team sich auf die Suche nach Lebewesen aus einer vergangenen Welt. Das Verblüffendste an der Suche nach Dinosauriern hier ist, abgesehen vom Klima, dass man sich wie auf einem anderen Planeten fühlt. Noch nie hat jemand hier eine Fundstelle aufgeschlossen. Nur 2 Stunden vom Basislager entfernt entdeckt das Team die aus dem Boden herausragenden Knochen eines Plesiosaurus. Es ist kein Dinosaurier, aber ein enger Verwandter, der während der frühen Kreidezeit im Meer lebte. Dieses Reptil, es könnte als Vorlage für das Ungeheuer von Loch Ness dienen, ernährte sich von Fischen. Für Sergio Marenzi vom Instituto Antartico Argentino ist die Entdeckung ein deutliches Zeichen dafür, dass hier keine Dinosaurier zu finden sein werden. The Plesiosaur was just found here
Der Plesiosaurus deutet darauf hin, dass hier einmal der Grund eines warmen Meeres war. Und warme Meere haben gemäßigte Küsten. Sergio glaubt zu wissen, wo man Dinosaurier suchen muss. Wenn wir Dinosaurier finden wollen, müssen wir höher hinauf. Aber die Zeit arbeitet gegen das Team. 3 Wochen sind die Männer und Frauen bereits hier. Obwohl die Tage lang sind und die Sonne für 20 Stunden am Himmel steht, der antarktische Sommer dauert nur 2 Monate. Bald wird es Zeit, die Zelte abzubrechen. Wieder ist ein klarer Tag angebrochen. Die Wissenschaftler verlassen das Lager bei bester Stimmung. Wenn es hier einen Dinosaurier gibt, dann werden sie ihn finden. Die Grabungsstätte liegt auf trockenem prähistorischen Land abseits des urzeitlichen Meeres. Auf Vega Island nach Knochen zu graben, ist so, als würde man eine Nadel in einem 13 Quadratkilometer großen Heuhaufen suchen. Aber Jim Martin von der South Dakota School of Mines entdeckt das, was zum aufregendsten Fund der Expedition werden sollte. Das ist der beste Tag, seit wir hier angekommen sind. Und das Allerbeste ist dieser Zahn, von dem ich vermute, dass er dem ersten Hadrosaurier der Antarktis gehört. Sicherheit wird erst die Laboruntersuchung bringen, aber vom Gefühl her bin ich optimistisch. Hadrosaurier, wegen der Form ihrer Schnauzen auch Entenschnabelsaurier genannt, waren große Pflanzenfresser, die zwischen 7,5 und 10,5 Meter lang wurden. Sie liefen sowohl auf 2 als auch auf 4 Beinen und beherrschten die Ebene Nordamerikas während der gesamten Kreidezeit. Wie Mutterborasaurus waren auch Hadrosaurier grasende Tiere, die in Herden umherzogen. Ihr Gebiss bestand aus Hunderten von Zähnen, die hervorragend geeignet waren, pflanzliche Kost zu zermahlen. Die spannende Frage war, ob der Zahn aus der Antarktis mit denen der nordamerikanischen Hadrosaurier übereinstimmte. Als wir den Zahn mit einem solchen aus South Dakota verglichen, waren wir erstaunt. Die Morphologie war nahezu identisch. Ich war sehr überrascht, dass trotz der Entfernung zwischen den Fundorten eine derartige Ähnlichkeit bestand. Nebeneinander gelegt kann man die Zähne nicht voneinander unterscheiden. Der Hadrosaurus-Zahn aus der Antarktis ist schon bemerkenswert, denn wir haben die Hadrosaurier immer der nördlichen Hemisphäre zugeordnet. Unser heutiges Wissen und wissenschaftliche Publikationen deuten darauf hin, dass Hadrosaurier sich im Norden entwickelt haben und erst am Ende der Kreidezeit in südliche Regionen kamen. Hunderte von Hadrosaurier-Skeletten sind zwischen Montana und Alaska gefunden worden. Wissenschaftler vermuten, dass die Tiere einst weite Wanderungen unternahmen. Wenn in der urzeitlichen Antarktis der Winter anbrach und Dunkelheit alles überzog, war das Signal für die Hadrosaurier weiterzuziehen. Und für diejenigen, die dort lebten, wo sich heute Vega Island befindet, waren die wärmeren Weidegründe Südamerikas der einzige Fluchtpunkt. Vor ihnen lag nicht nur eine lange Wanderung. Vor 120 Millionen Jahren bildeten die Antarktis und Australien eine gewaltige Insel. 480 Kilometer Wasser lagen zwischen ihr und Südamerika. Jim Martin glaubt, dass dieses Hindernis nicht unüberwindlich war. Wenn auch kein trockener Boden, so konnte es doch Land gewesen sein, das archipelähnlich war. Also Inseln, zwischen denen die Tiere schwimmen oder warten konnten, um den südamerikanischen Kontinent zu erreichen. Vielleicht wanderten die Dinosaurier bei Ebbe zwischen den Kontinenten hin und her. Oder sie schwammen, wie heute Elefanten.
Dem polaren Winter zu entkommen, war nur großen Herdentieren wie den antarktischen Hadrosauriern möglich. Aber wenn die Pflanzenfresser ihre Sommerweiden verlassen hatten, was taten dann die Fleischfresser? Am Ende der Welt wartete eine weitere große Überraschung. Der Geruch des Winters liegt bereits in der Luft und ein hungriger Fleischfresser streift ruhelos umher. Die meisten Pflanzenfresser sind nach Norden abgewandert. Was er jetzt erbeutet, könnte für lange Zeit die letzte Nahrung sein. ...120 Millionen Jahre später ist in Inverloch im Südosten Australiens ein Team von der Monash University noch immer auf der Jagd nach einem Dinosaurier aus der Kreidezeit. Hier sind die Gezeiten der schlimmste Feind. Jeden Morgen müssen Sand und Wasser entfernt werden, bevor die Arbeit beginnen kann. In Inverloch verläuft die Fossilien enthaltene Gesteinsschicht längs der Uferlinie innerhalb der Gezeitenzone. Dem Team bleiben täglich nur 6 Stunden, um nach Knochen zu suchen. Trotz dieser widrigen Bedingungen wurden hier bereits Dinosaurier gefunden. Die Paläontologin Leslie Kuhl über das Knochenfragment eines Raubsauriers, das 1979 entdeckt wurde. Dieser Knochen ist einer der spektakulärsten Funde der letzten 20 Jahre. Es ist der Knöchel eines Allosaurus, ein Dinosaurier, den hier zu finden wir nicht erwartet hatten. Allosaurus war ein 4 Tonnen schwerer Fleischfresser, der in Nordamerika sein Unwesen trieb. Ein kleiner Knöchel ist der einzige Beweis, dass dieser Räuber auch Australien terrorisierte. Seine Entdeckung führt der Geschichte dieses monströsen Lebewesens ein unerwartetes Kapitel hinzu. Er war nicht nur weit weg von zu Hause, er muss auch ein ziemlicher Zwerg gewesen sein. Die Funde aus Südaustralien lassen vermuten, dass die Dinosaurier dort nicht so groß wurden. Wenn sie nicht in der Lage waren, nach Norden zu wandern, also Richtung Äquator, dann mussten sie während der Wintermonate an ihren Standorten aushalten. Allosaurus muss sich an das kalte Polarklima gewöhnt haben. In Nordamerika verschwand er am Ende des Jura vor mehr als 140 Millionen Jahren. Das Gestein hier in Inverloch ist 120 Millionen Jahre alt und beweist, dass Allosaurus in Australien weitere 20 Millionen Jahre gelebt hat, bis in die Kreidezeit hinein. Wie sie den Tod überlisten konnten, ob es die Umwelt war oder die Isolation Australiens, wissen wir nicht. Fest steht, dass sie hier gelebt haben, als sie überall sonst auf der Welt bereits ausgestorben waren. Um zu entschlüsseln, warum die Dinosaurier Australiens und der Antarktis so erfolgreich waren, sahen sich Wissenschaftler ihre modernen Gegenstücke an. Heute ist Australien die Heimat mehrerer Krokodilarten. Ein Jahrhundert lang glaubten Paläontologen, dass Dinosaurier ebenso wie diese furchterregenden Reptilien wechselwarm wären. Da ihren Körpern die inneren Mechanismen zur Wärmeerzeugung fehlen, sind sie von der Sonne abhängig, um ihren Wärmehaushalt zu regulieren. Ein früher Morgen in Nord-Queensland. Wechselwarme Tiere wie dieses Krokodil brauchen Stunden, um sich in der Sonne zu erwärmen. Erst danach werden sie aktiv, zu effektiven Beutegreifern. Aber vor 100 Millionen Jahren waren die Temperaturen hier sehr viel niedriger. Lebewesen wie dieses hätten keine Chance gehabt. Um das ganze Jahr über aktiv sein zu können, hätte der Stoffwechsel der Dinosaurier bei Temperaturen um den Gefrierpunkt herum funktionieren müssen. John Long von der Perth University hat nur eine mögliche Erklärung dafür, wie Dinosaurier mit der Kälte fertig wurden.
Warmblüter wie die Kängurus sind sehr viel besser in der Lage als wechselwarme Krokodile, mit unterschiedlichen Klimata umzugehen, mit extremer Kälte oder Hitze. Die einzige Erklärung dafür, wie Dinosaurier im kalten Klima Australiens überleben konnten, ist, sie müssen warmblütig gewesen sein. Ob sie warmblütig oder wechselwarm waren, wird noch immer heiß diskutiert. Im passenden Umfeld können selbst wechselwarme Tiere eine Kraft sein, mit der man rechnen muss. Die australischen Dinosaurier haben dem Frost widerstanden. Aber wie überlebten sie die kalten, dunklen Nächte? Die Welt der Dinosaurier zu enträtseln ist nie leicht. Und manchmal helfen nur ungewöhnliche Methoden. Kilometer westlich von Inverlach befindet sich ein Ort, der als Dinosaur Cove bekannt wurde. ...1980 gelang es dem Paläontologen Tom Rich vom Museum of Victoria, nachdem er ein Labyrinth unterirdischer Tunnel in ein Cliff gesprengt hatte, spektakuläre Fossilien freizulegen. Etwa 3000 Tonnen Gestein wurden bewegt und 60 Meter Tunnel in den Fels getrieben. Ein Team von Freiwilligen suchte nach den Überresten einer verlorenen Welt. Jeder Arbeiter findet vielleicht nur ein oder zwei Knochenstücke pro Tag. Aber bei 15 oder 30 Leuten kommt da schon einiges zusammen. In fast 20 Jahren wurden um die 5000 Einzelknochen, aber nur zwei Teilskelette geborgen. Toms Frau Pat, ebenfalls Paläontologin an der Monash University, hat einige der 1991 in Dinosaur Cove geborgenen Fossilien untersucht. Diese beiden Schenkelknochen stammen von einem jugendlichen und einem erwachsenen Tier, das wir Timimus tauften. Der nach Tim, dem Sohn der Richs, benannte Timimus, lebte hier vor 120 Millionen Jahren. Das 3,5 Meter lange, äußerst agile Tier erreichte auf der Jagd nach Insekten und anderen Kleintieren Geschwindigkeiten von bis zu 65 Stundenkilometer. In seinem vogelähnlichen Maul hatte der Dinosaurier keine Zähne. Timimus gehörte zu einer Gruppe von Dinosauriern, die als Ornithomimidae bekannt sind, weil die langen, schlanken Beine und Hälse Ähnlichkeit mit einem Strauß aufweisen. Solche Vogelnachahmer sind auch in Nordamerika gefunden worden. In der nördlichen Hemisphäre ist diese Gruppe sehr artenreich. Aber bisher hatten wir keinen Beweis für ihre Existenz in der südlichen. Entsprechend groß ist unsere Freude. Wie konnte ein Schönwetterdinosaurier sich an die Kälte anpassen? Durch den Vergleich von Timimus mit seinen nordamerikanischen Verwandten hoffte Pat, diese Frage beantworten zu können. Wir fanden keine Hinweise auf Anpassungen, aufgrund derer Timimus in diesen Polarbreitengraden überleben konnte. Da äußerlich nichts zu entdecken war, entschloss sich Pat, das Innere zu untersuchen. Vielleicht lieferte die Knochenstruktur einen verborgenen Anhaltspunkt. Für die mikroskopische Untersuchung musste der Knochen zersägt werden. Eines der hauchdünnen Präparate geht auf eine 6500 Kilometer lange Reise nach Südafrika. In der geowissenschaftlichen Abteilung des South African Museum in Cape Town hat Professor Shinsami Turan die Technik des Studiums von Baumringen auf Knochen übertragen.
Das ist der Beinknochen eines Eisbären. An ihm kann man das Wachstum des Tieres nachvollziehen. Dazu nimmt man ein Knochenpräparat, an dem man unter dem Mikroskop die Struktur des Knochens erkennen kann. Der Knochen stellt also die Aufzeichnung des Lebensablaufes des Bären dar, bis hin zu den Jahreszeiten. Da ist ein breiter Ring, wenn das Tier schnell gewachsen ist, ein schmaler dunkler Ring bei langsamerem Wachstum. Die helleren Ringe zeigen an, dass reichlich Nahrung vorhanden gewesen ist. Im Gegensatz dazu deuten dunkle Ringe auf eine geringe Nahrungsaufnahme und langsames Wachstum. Der Eisbär war in seine Winterruhe eingetreten. Das Wachstum ist also unterbrochen, wenn sich ein Tier im Winterschlaf befindet. Petridge und Anosuya Shinzami waren neugierig, ob der Knochen des Timimus ein ähnliches Muster zeigen würde. Das ist das Präparat des Timimus. An seiner Knochenstruktur erkennt man, dass Timimus tatsächlich eine Phase schnellen Wachstums hatte, gefolgt von einer Phase ohne Wachstum. Es wird deutlich, dass er kontinuierlich das ganze Jahr über gewachsen ist und dass er möglicherweise während der Winterzeit eine Wachstumspause eingelegt hat. Zurück nach Australien. Petridge hat die Untersuchungsergebnisse erhalten. Wir haben einen Dinosaurier, der sein Wachstum jahreszeitlich bedingt unterbrochen und wieder aufgenommen hat. Was bedeutet das im Hinblick darauf, wie dieses Tier mit seiner unwirtlichen Umwelt in Polarnähe fertig wurde? Die Antwort ist Winterschlaf. Er ist der einzige mir bekannte Dinosaurier, bei dem es einen Beweis für Winterschlaf gibt. Der trostlose dunkle Polarwinter dauerte 4 Monate. Vielleicht suchte sich Timimus eine Höhle und schlief, bis es wieder hell wurde und der Frühling über dem Südpol einzog. Aber Timimus war nicht das einzige Lebewesen, das sich den Bedingungen am Ende der Welt anpasste. Australien öffnet uns das Fenster zu einem ungewöhnlichen Dinosaurier. Ein großäugiger, nachtaktiver Pflanzenfresser, nicht sehr viel größer als ein Truthahn, aber imstande, den strengen, kalten und nassen australischen Winter zu überleben. '89 kam es in Dinosaur Cove zum erstaunlichsten Fund überhaupt. Man entdeckte das Fossil eines Lebewesens, das so einzigartig war, dass viele vorgefasste Meinungen über Dinosaurier in Polnähe verworfen werden mussten. Tom Rich nannte es nach seiner Tochter Leelina Leelinasaurus. Nur 90 cm lang konnte dieser kleine Dinosaurier mit 5 Fingern an jeder Hand zugreifen. Und die Kronen seiner Zähne waren gefaltet, um harte Pflanzen zerkauen zu können. Mit den 4-zähigen Hinterbeinen konnte er schnell laufen, wobei sein starrer Schwanz wie eine Balancierstange wirkte. Leelinasaurus lebte zur gleichen Zeit wie Timimus. Ob auch er ein Dinosaurier war, der Winterschlaf hielt? Erneut traten Tom und Petridge an Anosuya Shinzami heran. Diese Knochenstruktur ist sehr verschieden von der eines Eisbären. Die dunklen Linien, die die Unterbrechung des Wachstums durch Winterschlaf anzeigen, fehlen in der Knochenstruktur. Das bedeutet, dass dieser Dinosaurier, obwohl er in einer Polarregion lebte, in der Lage war, gleichmäßig zu wachsen, unabhängig von den ihn umgebenden Temperaturen. Menschen müssen eine konstante Körperwärme aufrechterhalten, um zu überleben, vor allem im Winter. Genau wie diese Burschen war Leelinasaurus schnell und perfekt an seinen Lebensraum angepasst. Aber was geschah, wenn die Polarnacht anbrach? Der Winter am Südpol ist eine endlose Nacht. Die Welt der Dinosaurier wurde nur von gelegentlichem Südlicht und einem blassen Mond erleuchtet. Für einen kleinen Pflanzenfresser hätte das Leben zum Stillstand kommen müssen. Aber das tat es nicht.
Die genaue Untersuchung des Schädels von Leelinasaurus brachte etwas Erstaunliches zutage. Die Hinterhauptslappen waren enorm groß. Hinterhauptslappen bilden den Teil des Gehirns, wo Reize, die vom Auge kommen, in visuelle Eindrücke umgewandelt werden. Ein Gehirn, das in der Lage ist, Lichtreize derart zu verarbeiten, löst ein Hauptproblem. Leelinasaurus konnte im Dunkeln sehen. Heute benötigen wir dazu komplizierte Geräte. Aber vor 120 Millionen Jahren hatte die Natur Leelinasaurus mit Nachtsicht ausgestattet. Mit dieser Geheimwaffe konnte er die dunklen Wintermonate überleben, konnte er aktiv bleiben und nach Nahrung suchen. Leelinasaurus zeigt, dass die Dinosaurier Australiens und der Antarktis sehr viel komplexer an ihre Welt angepasst waren, als wir uns je vorstellen konnten. Es geht hier nicht nur um die Dinosaurier aus der Antarktis. Sie haben der Forschung insgesamt Neues hinzugefügt. Einige von ihnen überstanden den Winter, andere wanderten Tausende von Kilometern und ein paar verzögerten das Aussterben ihrer Art für Millionen Jahre. Die Antarktis und Australien sind Meilensteine für die Paläontologie. Noch ist nur wenig bekannt. Für Dinosaurierjäger bilden diese ungastlichen Kontinente eine der letzten großen Herausforderungen. Dort gibt es große Regionen, die noch nie abgesucht worden sind. Das allein reicht mir. Wer weiß, welche erstaunlichen Lebewesen in den unerforschten Weiten der Antarktis und Australiens seit Jahrmillionen auf uns warten. Seit der Zeit, als Dinosaurier auch das Ende der Welt beherrschten.